Ihr lebt. Dann schulde ich Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Ah, Ulfric hat mich wieder. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Das fühlt sich gut an. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Ganz und gar nicht. Dies war eine Prüfung eurer Fähigkeiten und eurer Entschlossenheit. Ich zweifelte daran, dass ihr auch mit dem Herzen bei der Sache seid. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Das respektiere ich. Doch genug der Sentimentalitäten. Es wird Zeit für euch, euren Eid abzulegen. Bevor ihr wirklich zu uns gehört, müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel, dem zukünftigen Großkönig von Himmelsrand, einen Treueeid schwören. Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln, dem Land und dem Volk von Himmelsrand, eure unerschütterliche Treue schwören. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr einer von uns, eine Heldin des Volkes, eine wahre Tochter Himmelsrands. Und auf ewig Probleme mit dem Kaiser nicht mehr nach. Ich schwöre, bei meinem Blut und meiner Ehre, Ulfric Sturmmantel zu dienen. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in Diensten, das ist nicht ganz das, was er gesagt hat, zu stellen. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Okay. Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ihr seid jetzt einer von uns. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Aha. Neue Rüstung. Zuerst werfen wir die Talmor und ihre verdammten kaiserlichen Marionetten aus dem Land. Dann machen wir Himmelsrand wieder zu dem, was es einmal war. Wenn wir das erreicht haben, ziehen wir mit unserer Armee gegen den Bund und zeigen den spitzohrigen Bastarden, dass nicht jeder bereit ist, ein Dasein als Sklave zu fristen. Aha, klingt gut. Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Corvan Yund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. Klingt nach einer tollen Quest. Kennt ihr nicht den alten Vers? Der Schlund speit eiseskalte Schneiden, hinab vom blauen Drachenthron, gebärt des stolzen Winters Leiden, den Großkönig samt Zackenkron. Ihre Geschichte reicht mindestens bis in die Zeit König Harald zurück. Der Großkönig hat seit eh und je die Zackenkrone getragen, als Symbol seiner Stärke und Macht. Die Krone wurde aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll einen Teil der Macht jedes Königs enthalten, der sie getragen hat. Das mag stimmen oder nicht. Doch wer würde schon Ulfrics Anspruch anfechten, wenn erst die legendäre Zackenkrone sein Haupt ziert? Tja. Nun, ihr Standort ging mit König Borgas verloren, nachdem er auf seinem verfluchten alessianischen Kampagnen während der großen Jagd getötet wurde. Der Legende nach wurde sein Leichnam aber heimlich nach Himmelsrand zurückgebracht und mit der Krone begraben. Das Wissen über den genauen Ort ging in den nachfolgenden Erbfolgekriegen verloren. Mit Hilfe von Quellen, die nicht genannt werden sollen, habe ich die vermeintlich letzte Ruhestätte von König Borgas ausgemacht. Corvan Yund. Wenn es die Krone wirklich gibt,
ist sie dort. Oh ja, der alte König Borgas wurde auf der großen Jagd getötet. Nur die Götter wissen, mit welch frevlerischen Künsten diese Elfen seine Überreste verflucht haben. Von Flüchen einmal abgesehen. Sind die Gräber von Königen denn nicht immer voller Fallen, um Grabräuber abzuwehren? Aber keine Sorge. Nichts, womit ein Haufen Sturmmäntel nicht fertig werden könnte. Wir werden sehen. Wartet nicht auf mich. Vermutlich bin Sie verlangt. Okay, mal schauen, was wir hier für eine Kleider bekommen haben. Sturmmantel, Brustpanzer. Rüstung 24. Lohnt sich das? Nicht wirklich. Habe ich eine effektive Rüstung? Ja. Schön gut, aber wir haben bessere Klamotten und bessere Kleidung. Ich tausche jetzt nicht was 24 gegen 42 ein. Und der Helm sieht vielleicht auch besser aus, aber. Volksversammlung. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. Wir sollen riskieren, dass diese Milchtrinker Toriks Frau auf den Thron setzen? Die präsentiert Himmelsrand den Elfen doch auf einem Silbertablett. Noch ein Grund mehr. Die Krone würde euren Anspruch legitimieren. Eine Krone macht noch keinen König. Nein, aber diese... Wenn sie überhaupt existiert... Es gibt sie wirklich. Sie wird das Symbol für die Rechtschaffenheit unserer Sache sein. Das solltet ihr einmal bedenken. Die Zackenkrone. Sie kündet... Ich schaue mich immer um. Nicht darauf. Jenseits des Flusses, im Nordosten, liegt das Ingol-Hügelgrab. Bleibt weg von diesem verfluchten Ort, wenn ihr nicht in die Familie der Lebenden Toten aufgenommen werdet. Wir können nichts. Günstiger Seelenstein. Vielleicht nachdem wir mit dem Winterfest dort die Akademie besucht haben. Haben wir hier auch ein Bett oder eigentlich haben wir unser eigenes Haus? Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebstahl. Eine Kaserne. Und
Interessant, was haben wir hier? Kampfarena. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Hab ich nicht vor. Wir haben einen Spitznamen für alle, die mit uns Wachen hier in der Heim anlegen. Selbstmörder. Ärger oder so? Noch nicht. Gab es noch einen Weg hinauf? Wenn ihr einen Trankmischer sucht, seid ihr im weißen Fläschchen richtig. Oh, ich kann mal schlafen. Den Begleiter möchte nicht länger warten, geht was zu winken. Ich hatte einen Begleiter. Wenn ihr einen Trankmischer sucht, seid ihr im weißen Fläschchen richtig. Das Kaiserreich glaubt, dass es Falkenring gegen uns hält. Doch bitte ist ja alles. Die Tapfersten von Himmelsrand begraben. Ihre Seelen werden unsere Herzen erfüllen und unsere Klingen stärken. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? Zuf Klammer vor Hauvajut. Das ist demnächst. Entweder wir machen bei der Entschlüsselung der Übernatürlichen weiter und versuchen die Eulen Rollen zu finden. Oder wir machen hier bei den Zacken. Polen? Bei den Dingen weiter. Wir sollten Hjalmarsch einnehmen. Wir haben eine Angel. Hab aber noch nicht herausgefunden, wo wir hier angeln können. Okay, bei der Kleidung haben wir wirklich nichts. Nichts Tolles. Ich meine die Stiefel und die Handschuhe, da muss ich Besseres an. Dann wird keine Stiefel, oder? Doch, haben wir. Damit gewinnen wir ein wichtiges Vorteil gegen die Kaiserlichen. Wir wären nur einen Steinwurf von der Hauptstadt entfernt. Die Uniform, die wir gekriegt haben, hat uns nicht viel geholfen. Hey, Unblutiger! Thanos möge euch leiden. So ein schwaches Schwert stehen, das ist doch... Nee. Da habe ich viel bessere Sachen. Das lohnt sich nicht. Hier stehen finde ich ein bisschen blöd. Das war ein bisschen dämlich dumm. Ja, na gut. Würde ich aber hier mal. Krieg ist alles andere als glorreich. Das erzählen sie den Soldaten nur, damit sie ihr Leben riskieren. Setz mich an den Tisch. Speise ein bisschen. Ein Apfelkuchen. Orlaif, schickt einen Boten in unsere westlichen Lager. Gut, dann überlege ich mir mal, was wir in der nächsten Aufnahme-Session machen. Ob wir die hier und bei den Sturmmänteln weitermachen, ob wir bei der Akademie weitermachen. Wir werden sehen. Gut. Und die Botschaft, Sir? Ich stelle Garson Hadrings Leute ab, damit sie sich ihm anschließen. Ist das denn klug, Sir? Es wird funktionieren, wenn wir Hrans Leute aus dem Süden abziehen können und etwas Glück haben.
Natürlich. Das scheint in diesen Tagen ja Mangelware zu sein. Ich brauche jetzt keine guten Ratschläge, Freund. Schickt einfach die Nachricht. Eine Ewigkeit später. Okay. Damit willkommen zurück. Zu einer neuen Aufnahme, zu einem alten Part. Keine Ahnung wie. Ich das schneide. Jetzt muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Erstmal das. Okay, so kämpft man. So steckt man die Waffe ein. Alles klar. Ist jetzt gut. Nein, nicht nur gut, sondern es ist über einen Monat her, dass ich das hier gespielt habe. Die Zeckenkrone trifft Göllermar von Govajund. Das haben wir uns markiert hier. Vergangenheitszweige hat das markiert. Das heißt, wir machen jetzt hier mal die Quest weiter. Scheint die Hauptquest zu sein. Ich folge einfach mal der markierten Quest von Vergangenheitszweige. Die wird sich schon dabei was gedacht haben. Also. Ja. Wir sind hier im Palast der Könige. Habt ihr vielleicht im Nordosten die Masten aus dem Wasser ragen sehen? Wenn mich nicht alles täuscht. Wie sprinten wir hier nochmal in diesem Spiel? So nicht. Ach, so machen wir's. Soweit ich weiß, haben wir uns zuletzt den Stromding angeschlossen. Das war eine Sache, kann ich mich dran erinnern. Deswegen sind wir da gewesen. Aber irgendwie. Und mitten am Daten war eine Mission. Da sollten wir irgendwie einen großen Gegner besiegen. Und danach wurden wir aufgenommen. In die Sturmmente. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ach ja, das habe ich vermisst. Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Mein Pferd ist wieder da. Du hast nicht vermisst. Beim letzten Mal war das nicht weg. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Auf der Weltkarte. Markierte Ort. Hier müssen wir jetzt hin. Der markierte Rot ist ein anderer. Dann reiten wir mal. Wir können auch Schnellreisen nutzen, aber wozu das? Dann komm weiter. Weg hier. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, schon gleich zu kämpfen. Ich würde gerne vielleicht ein bisschen entspannter reinkommen. Deswegen lassen wir die Wölfe mal links liegen. Soweit war das doch gar nicht auf der Map.
kriegen wir schon hin. Oh nein, der Drache. Jetzt nicht. Ach, kommt schon. Verdammte Wölfe. Sind die uns tatsächlich bisher gefolgt? Knapp die Hälfte des Stück haben wir schon. Ein kleiner Spazierritt durch Skyrim, durch Himmelsrand. Und das neue Wölfe. Vermutlich. Anderen werden wir doch schon längst abgegangen haben. Ich glaube ich kaum, dass wir da. Dass wir die immer noch auf den Persen haben. Das wären jetzt zu gute Wölfe. Na komm, Pferd. Eingebilde. Entweder es Winter oder wir haben ja die sehr weit im Norden. Ich vermute zweiteres. Es war noch die Sturmmantelfestung, es war doch sehr weit im Norden. Oh, wir sind schon vorbeigeritten. Sollten wir mal machen, dass wir hinkommen. Kurve hier unterdeckt. Sind wir da nicht hin? Was sagt die Quest? Die Zackenkrone. Trifft Gelmar vor Krone bei Jund. Ich muss mit Gelmar. Und da haben wir ein paar Leute gesehen. Okay, vielleicht habe ich das Pferd mal hier am Baum. Und mache mich auf den Weg. Wo ist denn der Gute? Ah, hier ist der Gute. Seid gegrüßt, Gelmar. Wusste ich es doch, dass ihr beitreten würdet. Tolle Neuigkeiten. Wir werden Himmelsrand zusammen zurückerobern, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich euch da drinnen an meiner Seite haben werde. Dieser Ort lässt mir das Blut gefrieren, das gebe ich gerne zu. Diese alten Ruinen. Vater hat mir immer gesagt, ich solle mich von ihnen fernhalten. Ein guter Rat, würde ich sagen. Aber vergessen wir das. Wir haben einen Auftrag zu erledigen und nichts wird sich uns in den Weg stellen. Wie sieht es aus? So kalt wie das Innere eines Eisgeistes. Außerdem haben kaiserliche... Was hat die Armee hier zu suchen? Verdammte kaiserliche Spione. Immerhin dürfte das lustig werden. Sie scheinen uns noch nicht bemerkt zu haben. Seid ihr bereit, das Blut der Kaiserlichen im Namen von Himmelsrand zu vergießen?
Das höre ich gerne. Ich denke, wir kriegen das hin. So wie ich mich erinnere, bin ich gut. Bin ich relativ. Diese Kaiserlichen sind nicht zufällig hier. Stark dabei. Ihre Spione müssen erfahren haben, dass wir von der Krone wussten. Ihr müsst die neue Unblutige sein. Willkommen im Kampf, Schwester. Ich weiß, dass einige von... Worauf warten wir? Und womöglich Männer auf der anderen Seite kämpfen. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Aber Ulfric wird schon seine Gründe haben. Nicht zögern, euch zu töten. Verliert nicht den Kopf und haltet euren Schildbrüder den Rücken frei. Haltet die Augen auf. Ulfric Sturmmantel verlässt sich darauf, dass wir ihm diese Krone bringen. Und ich verstehe da unten keiner. Die drei, die hier unten stehen, verstehen ich nicht. Schnell und lautlos. Ich will, dass sie tot auf dem Boden liegen, bevor sie überhaupt merken, dass wir hier sind. Ja, ob das was wird? Ich weiß nicht. Aber nachdem sie uns bemerkt haben, kriegen wir das schon hin. Dauert gar nicht lang. Ist gar nicht so schwer. Erstmal looten. Geistliche Rüstung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so habe. Eine 24er. Eine 42er Rüstung habe ich an. Okay. Ja, das ist sinnlos. Sehe ich anders. Den Bandit. Worauf warten wir? Hier auf Geld sollten wir es vielleicht mal untersuchen. Doch Sachen, die wir mitnehmen können. So eine Rüstung lässt sich vielleicht gut verkaufen. Hier. 27er Hammer, 30er Hammer, ja, Hammer, ein Axttyp. Ein bisschen Gold mitnehmen, ein bisschen Bier. Sorry, ich esse hier gerade. ja, Himmelsrand. Ich werde den Boden in eurem Blut tränken. Das war perfekt. Das wäre das. Bisher unproblematisch. Rüstung mitnehmen. Dass uns die Nachschubtruppen der Kaiserlichen überrumpeln. Der restliche Haus kommt mit mir. Wie ich tragen kann. Nicht wieder zu sterben zum Tragen, dann wäre das blöd. Wo sind wir hier? Lasst mir auch einen übrig. Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Ein bisschen Gold. Goldlooten ist immer wichtig. Das gefällt mir nicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10-1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Okay, los geht's. Aber es führt kein anderer Weg hindurch. Hallöchen. Kämpft dann schon mal durch.
Seht, ob ihr nicht einen anderen Durchgang findet. Wenn wir Kampfgeräusche hören, eilen wir euch natürlich ja. Voraus. Turmschütze. Nur ein Kratzer. Ihr müsst verhindern, dass sie die anderen warten. Sehr unproblematisch. Oh, eine Kiste. Oh, schon geplündert. Nicht geht beim Skelett. Sein. Wo sind die anderen hin? Was um alles im ganzen ist das denn? Auge. Habt ihr noch nie so einen gesehen? Nein. Und ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, ob ich das gut finden soll. Nur die Ruhe. Die Kanzlerlichen konnten uns nicht aufhalten. Und bei ein paar staubigen Amethyst. Knochenläufern wird das auch nicht anders sein. Wir gehen erst, wenn habt wir haben, Angst vor denen gekommen sind. Jetzt weiter. Nimm nur ein bisschen Blut mit. Sollte sich doch hantieren. Darf ich? Auf geht's. Woher seid ihr gekommen? Geht nichts an. Man kann von der Zone. So, das sind unsere. Jetzt geht's. Die Halle der Geschichten. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Hier waren wir doch schon mal. Oh, davon habe ich schon gehört. Es heißt, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen zu sehen, die diesen Ort einst errichteten. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen. Müssen wir uns jetzt an erinnern, oder was? Eines nach dem anderen. Wir sind wegen der Krone hier. Stellt eines dieser Zeichen die Klaue für? Krone dar. Weiter sind die Kaiserlichen. Ich bezweifle, die haben mir mal abgegeben. Ich zweifle, dass wir die noch dabei haben. Die Kralle. Jetzt habe ich auch nicht gewusst, dass wir die Hilfe brauchen. Ich weiß allerdings, wo die ist. Nicht gekommen. Selbst wenn uns eines dieser Bilder verrät, wo wir die Krone finden, müssen wir vermutlich immer noch irgendwie durch diese Tür kommen. Seht, ob ihr etwas findet, Unblutiger. Ich werde diese Zeichen hier untersuchen. Gebt mir Bescheid. Gut, wir waren nochmal hier. Aber ohne Komma oder ohne Klaue war es durch. Wie war das hier? Gibt es hier Hinweise in der Höhle? Vielleicht findet sich auf dieser Klaue ein Hinweis. Ihr wisst schon, wie man die Ringe drehen muss, damit sich die Tür öffnet. Ja gut, aber ich habe die Klaue nicht dabei. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Ich muss nochmal zurück in die Klaue holen, oder wie?
Nach rechts, wenn man, das, wenn man den Code rissen. Eigentlich braucht ich auch die Klaue, um das zu aktivieren. Jetzt ein bisschen Blumen. Tja, wie sieht's aus? Die Kaiserlichen sind hier und noch dazu in großer Zahl. Bleibt zusammen. Mir ist dauernd so, als würde sich in den Schatten etwas bewegen. Haltet die Augen auf. Müssen wir uns jetzt noch die Bären gerade holen? Oder? Ich habe einige Dinge über Ulfric gehört, die mir nicht gefallen. Aber er hat recht, was diesen Krieg und Himmelsrands Zukunft angeht. Das ist doch nicht dasselbe Grab, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen überrascht. Wir haben das doch, wie ist doch. Das Grab, in dem wir das Rätsel mit der Klaue gemacht haben, das war ganz woanders. Das war hier bei Flusswald, das war hier irgendwo, das Blutsturz. Über den Hügelgrab, jetzt sind wir hier. Muss die ihm jetzt die Klaue, den Shopbesitzer die Klaue wegnehmen und dann nochmal reinkommen oder?